Ja, hallo, herzlich willkommen zu WWE Crush Hour. Ja, Crush Hour, was eigentlich dein. Ich wollte mal rausfinden, was hat dieses Spiel eigentlich mit Wrestling zu tun? Nicht viel. Ich glaube, es geht hier um irgendeine Art Destruction Derby, um irgendwelche Rennen. Ich fange einfach mal eine Saison an. Mal sehen, wo mich das hinführt, das ganze Spiel. Und werde dann auch mal sehen, was eigentlich. The Rock! Aha, außer den Wrestlern und den, ja. Triple H! Kann ich auch irgendwo eine Vorschau? Nein. Okay, Triple H. Kurt Angle! Chris Jericho! Ja, wir gehen erstmal die Wrestler durch und ihre Wagen. Booker T! Booker T, was hast denn du für ein geiles Ding? Oh, meines Fahrzeugs natürlich. Nicht Rob Van Dam! RBD, ja, hat auch ein schönes Vehikel. Rikishi! Bin gespannt, The Big Show. Ob es überhaupt irgendeine Art Einzugsmusik auch gibt. Stacy Keibler! Jeff Hardy! Oh, mir fehlen einige. Matt Hardy! Ah. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich? Test, ja auch. Bubba Ray Dudley! Der sein letztes Match bei Impact Wrestling, sprich TNT, hatte Test. Und ja. Leider verstorben. Chuck. Billy! Ja, Billy Gunn, auch jetzt bei All Elite Wrestling übrigens, falls es jemand wissen möchte. William Regal! Chris Benoit! Ja, Chris Benoit, da sage ich jetzt mal nichts dazu. Ja. Edge! Trish Stratus! Ja, Trish Stratus, ja. Auch eine wunderschöne Frau, die auch ist schon in die Jahre gekommen, was das Alter angeht, sieht aber immer noch sehr, sehr sexy aus. Kane! Ich glaube, ich werde Kane nehmen. Undertaker, Steve Austin. Nein, ich nehme Kane. Also, allen Erwartungen zu trotze. Mal sehen, ob es einen Einzug gibt. Bam, ja. Nichts passiert. Crush Hour, ja, okay. Good evening, folks. I'm Jim Ross, and I'd like to welcome you to what should be another momentous occasion here at the WWE. Ja, good old JR. Die Musik habe ich etwas leiser gemacht. Naja, da hört man das nicht so gut. Aber ist ja auch egal. Ich möchte ja nur sehen. Ja, es gibt sogar ein Lied. Es gibt sogar den Titantron dafür. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber das war's dann wahrscheinlich auch bei dem ganzen. Converted Pickup Truck. Jetzt ein Umgedrehter. Was war das? Zucker! SUV. Zucker steht drauf. Wahnsinn, geil. Booker, Wahnsinn. Schönes Mobil. Hast du dir da gebastelt? Oder haben sie dir gebastelt? Okay. Also, es geht um Zerstörung. There's the bell and away we go. Ich kann schießen. Wahnsinn. Brauche ich das überhaupt jetzt? Health? Booker, bitte nicht. Bubba Ray Dudley just picked up the twisty rock. Schießen, der was ich da hat, habe ich auch sowas. Ich glaube, ich versaus das. Ich am Anfang, was kann denn das? Was ist das? Sucker! Das gibt's ja wohl nicht. Ich habe einmal verloren an Booker T. Ray Dudley. Was mache ich hier falsch? Was mache shooting ich in all directions. Was? Booker T. Continues to attack. Bully. Bubba Ray. Bubba Ray Dudley. Scattering shots all over the place. Ich hatte dich doch jetzt. Jetzt. Komm. Kane. Bully. Scattering shots in all directions.
Booker T. Blasts away. Moment, Booker T. Just snatched Energie. The Twisty Rockets. Guck mal, komm her. Ja, irgendwie macht schon etwas Laune, erinnert auch leicht an Rocket League. So etwas. Bubba Ray Dudley shooting in all directions. Einfach. falschen Knopf gedrückt. Mir hat's am Ohr gejuckt und ich hab den falschen Knopf Booker gedrückt. T. Fires away. Ah, alle drei einmal. Okay, gut. Ich brauche erstmal Energie. Special. Special. Es gibt sogar ein Special. Wie soll das funktionieren? Bubba Ray Dudley now has control of the Twisty Rockets. Wo bist du? Bubba Ray Dudley now has the Twisty Rockets. Na, ich hab verstanden, ja. Bubba Ray hat wieder mal irgendwelche... ja. Booker T. Raketen. Just snatched the Twisty Rockets. Bubba Ray Dudley firing away in all directions. Nein, wie fahre ich zurück? Oh, nö. Hat es auch irgendwann mal ein Ende? Weil, ich muss ehrlich sagen, ich würde gern irgendwie weiterkommen oder auch nicht. Ja, mir ist das Spiel so ziemlich egal. Bubba Ray Dudley es macht now has control of the Twisty Rockets. Aber, ja, ist halt ist aber wahrscheinlich ist es eigentlich ein, ist nicht meine Sportart. Wow, ey. Das ist natürlich dumm, wenn ich da war. Ich will den Fettsack eigentlich mal wegballern. Excellent shooting there. Ey, was ist euer Problem? Energie. Was ist euer Problem? Booker T now has the Twisty Rockets. Oh nein, ey. Wie lang geht das? Oh, das ist sogar ein Special, wo ich jetzt gleich sterbe. Okay, Leute, ich höre auf. Mich nervt das Spiel. Also, ganz klares Nein für eine Kaufempfehlung. Nicht kaufen, nicht holen. Bubba Ray Dudley scattering shots all over the place. Oh Mann, ey. Was ist das für ein Blödsinn? Was ist los? Ja, Schluss damit. Was muss ich hier erreichen? Wie oft, wie lang geht das? Ich denke, das ist eine Saison. Das muss doch irgendwann mal ein Ende haben. Aber das scheinen sie nicht zu haben. Also... WWE Crush Hour, ein Spiel, was außerhalb von Wrestling-Business funktionieren soll. Ja, das einzig Gute, das ist, man hat den Titantron, man hat die Einzugsmusik, man hat bekannte Wrestler dabei. Da hört es dann auch schon auf. Die Autos sind nicht schlecht gemacht, sehen gut aus, gut umgebastelt und alles. Aber ansonsten an sich gefällt es mir nicht. Hat mir schon jetzt ein paar ersten Minuten, ich habe es wirklich noch nie gezockt, weil es ein kleines angespielt, was mich eigentlich mehr genervt hat, dann weil es so, so eintönig ist. Also nein, nichts. Also... Nicht mal fürs Android oder was weiß ich. Ich glaube, das gibt's auch mobile. Ich habe keine Ahnung. Ich rate davon ab. Ja, WWE, die sollen besser bei ihren Leisten bleiben und Wrestling-Spiele produzieren. Was ja natürlich 2020 nicht unbedingt gelungen ist. Aber 2K20 möchte ich jetzt gar nicht erwähnen. Auf jeden Fall Crush Hour, WWE Crush Hour. Nicht kaufen. Okay. Ich sag dann mal Tschüss und vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Ich hoffe, euch hat es etwas unterhalten und ihr konntet euch ein Bild machen von dem Spiel, was ihr auf keinen Fall kaufen solltet und schon gar nicht als Wrestling-Fan. Okay, dann bis zum nächsten Video. Was kommt, weiß ich nicht. Es kommt auf jeden Fall noch was. Und dann bis dann. Ich bin weg und ciao.